Name ist Markus Avan, ich bin Jazzgitarrist und ich freue mich sehr darauf, euch beim Jazz and Joy Festival in Worms zu sehen und mit euch im Rahmen des Jazz and Joy Workshop Musik zu machen, das Festival zu genießen und drei sehr schöne Tage mit euch zu verbringen. Ganz aktuell, seht ihr, hinter mir ist schon die Bühne aufgebaut, denn gleich gibt es ein Konzert, Refugee Music heißt das Format. Da spiele ich mit meiner Frau Katrin gemeinsam Musik von verfolgten Künstlern. Wir erzählen ein bisschen die Geschichte und haben eine schöne Stückauswahl getroffen. Woran arbeite ich noch? Ich übe gerade zwei Stücke, eines von Volker Engelbert, eines von Alexandra Lehmler, denn wir haben nächste Woche ein tolles Konzert gemeinsam im Ella & Louis mit Katrin Armani noch am Gesang. Und ich werde Ende der Woche nochmal ins Studio fahren und die letzten Takes für die CD anhören. Ja, an mein erstes Jazzfestival erinnere ich mich noch sehr genau. Das war nämlich das erste Jahr von Enjoy Jazz. Das muss Ende der 90er gewesen sein. Und es war auf einmal möglich, in Mannheim unfassbar große Namen für wenig Geld zu hören und tolle Abende zu haben. Ich weiß nicht, ich habe damals Charlie Mariano gesehen, ich habe Trilo Gurtu gesehen. Es war fantastisch und seitdem könnte man sagen, bin ich ein Festival-Fan. Das Spannende an der Mischung aus Jazzfestival und Jazzworkshop ist die Korrelation dieser beiden Formate. Also man kann einfach sagen, dass was man abends erlebt hat, dass man das am nächsten Tag mit seiner Band sozusagen erstmal interpretieren kann, dass man gucken kann, was kann man eigentlich für sich, für das eigene Spiel mitnehmen und was kann man als Gruppe mitnehmen von dem, was man am Abend vorher gesehen hat. Wie haben die das Intro gemacht? Haben die bei der Improvisation vielleicht ein besonderes Konzept verfolgt? Wie waren die Schlüsse? Und was können wir davon für unsere Probe ganz aktuell in unser Arrangement mit aufnehmen? Da freue ich mich schon, das wird sehr spannend. Ich bin tatsächlich durchs Fernsehen zur Musik gekommen, denn ich habe als kleines Kind einen Mitschnitt gesehen, wo Pete York, ein berühmter Schlagzeuger, ein Schlagzeug-Solo spielt. Das hat mich so begeistert und so beeindruckt, dass ich meine Eltern nicht mehr in Ruhe gelassen hat, bis ich auch Schlagzeug spielen durfte und habe mich dann allerdings später in die Gitarre verliebt und habe dann nochmal mit Gitarre angefangen. Also wenn ich gerade nicht Musik mache, dann mache ich sehr gerne Sport. Ich laufe sehr viel, ich fahre Rennrad oder ich gehe tauchen. Es gibt viele Dinge, die natürlich so der Alltag auch abverlangt. Wir haben zwei kleine Kinder, da ist man auch immer auf Trab. Von daher versuche ich immer, kreative Aufgaben zu finden, um einfach wach und mit Spaß durch den Alltag zu gehen. Beim Ensemble Coaching ist es mir besonders wichtig, mit euch gemeinsam einen Puls zu finden, auf den ihr alle euch eingrufen könnt. Also eine gemeinsame Vorstellung der Time, welche Form der Artikulation, welche Form von Swing spielen wir, was bedeutet es eigentlich, Swing zu spielen oder gerade zu spielen. Dass wir uns das vorab klar machen und wie so eine Art Vision entwickeln von dem, was wir später spielen möchten. Und ich habe damit tolle Erfahrungen gemacht, wenn alle gemeinsam diese Vorstellung entwickeln und dann eben auch gemeinsam spielen. Improvisation unterrichte ich immer spielend, sprich mit dem Instrument in der Hand. Ihr sollt spielen. Wenn man mal so 40 Jahre, 50 Jahre zurückschaut, wie wurde der Jazz eigentlich damals unterrichtet? Dann sieht man, dass eben pre-YouTube oder pre-Berkeley und pre-Eversold ganz viel des Hören und des Tun im Vordergrund stand. Sprich, man hat bei Platten mitgespielt, man hat versucht zu imitieren, Dinge wie Call and Response stärken die Spontanität. Das sind alles Dinge, die ich gerne mit euch ausprobieren möchte und ich glaube, dass ihr davon alle profitieren könnt und dass wir vor allem eine Menge Spaß haben werden dabei. Eine Band klingt gut, wenn sie gemeinsam groovt. Wenn sie gemeinsam eine Vorstellung davon entwickelt hat, was sie eigentlich möchte und wenn jeder an dieser Vorstellung mitgearbeitet hat, dann klingt eine Band am Ende gut. Ihr sollt auf jeden Fall ein gutes Gefühl mit nach Hause nehmen, drei tolle Workshop-Tage und drei tolle Festival-Tage genossen zu haben. Ihr sollt mit nach Hause nehmen, neue Kontakte geknüpft zu haben, nette Leute kennengelernt zu haben, aus denen vielleicht mal eine Band erwachsen kann. Und ihr sollt natürlich viele spannende Konzepte zum Thema Improvisation, Ensemblespiel, Timing und Jazz im Allgemeinen mit nach Hause nehmen.
Nein, ich habe mich noch nie verspielt, denn ich spiele ja Gitarre und bei der Gitarre sind die Töne so in so einer Reihe angeordnet und wenn man mal nicht den ganz richtigen findet, dann kann man ihn sofort wieder korrigieren, sodass es eigentlich gar nicht auffällt. Rutscht mal einfach eins hoch oder eins runter. Ich zeige euch das alles beim Workshop dann. Verspiele euch auch nicht mehr.